Das ist Thailand. Thailand ist bekannt für seine traumhaften Strände, seine lächelnden Menschen und seine imposanten Tempelanlagen. In diesem Film erfahren wir mehr über das exotische Land. Thailand liegt in Südostasien und ist etwa 11 Flugstunden von Deutschland entfernt. Mit einer Fläche von knapp 513.000 Quadratkilometern ist es etwa so groß wie Frankreich. Seine Nachbarländer sind im Nordwesten Myanmar, im Osten Laos und Kambodscha und im Süden Malaysia. Im Süden grenzt das Land zudem an den Golf von Thailand sowie an das Andamanische Meer. Thailand besteht aus einem überwiegend bergigen Festland und mehr als 500 zum Teil sehr kleinen Inseln. Das Klima ist tropisch feucht. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 27 Grad. Zur Regenzeit zwischen Mai bis Oktober ist das Wetter von Monsunwinden bestimmt. Regional fallen dann sintflutartige Niederschläge. Die Geschichte Thailands reicht weit zurück. Forscher vermuten bis etwa 3000 Jahre vor Christi Geburt. Viele Jahrhunderte hieß das Großreich Siam. Erst im Jahre 1939 wurde es offiziell in Thailand umbenannt, was übersetzt das Land der Freien bedeutet. Und in der Tat ist Thailand politisch immer frei und unabhängig geblieben, selbst zu Zeiten der Kolonialisierung. Heute leben in Thailand etwa 64 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sind Thais. Sie sind die ursprünglichen Bewohner des Landes. Das Durchschnittsalter in der Bevölkerung liegt bei etwa 34 Jahren. Die Amtssprache Thailands ist Thai. Die Hauptstadt ist Bangkok. Bangkok liegt an dem breiten und vielbefahrenen Fluss Chao Phraya. Mehr als 12 Millionen Menschen leben in der Metropole. Sie ist das politische und wirtschaftliche Zentrum Thailands. Der Straßenverkehr in Bangkok ist berüchtigt. Er ist meist dicht und chaotisch. Mittendrin erkämpfen sich ganz besondere Gefährte auf drei Rädern ihren Weg durch die Blechlawinen. Die kleinen, bunten Tuk-Tuks. Sie werden häufig als Taxis eingesetzt. Ob bei Tag oder Nacht, Bangkok schläft nie. Die Hauptreligion in Thailand ist mit 95% der Buddhismus. Die meisten Thais sind sehr gläubig und beten viel. Dazu suchen sie zahlreich die buddhistischen Tempel auf. Sie dienen häufig als Kloster für Mönche. In Thailand ist es Tradition, dass junge Männer für 3 Monate als Mönch ins Kloster gehen. Andernfalls gelten sie in der Gesellschaft als nicht heiratswürdig. Die Staatsform in Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie. Der König ist das Staatsoberhaupt. Er hat in etwa die gleiche Funktion wie der deutsche Bundespräsident. Der Regierungschef ist wiederum der Premierminister bzw. aktuell die Premierministerin. Ihre Position ist vergleichbar mit der der deutschen Kanzlerin. Die Landeswährung ist der Baht. 1 Euro entspricht etwa 42 Baht. Thailands Wirtschaft basiert überwiegend auf dem Dienstleistungssektor. Hierzu zählt vor allem der Tourismus. Danach folgen Industrie und Landwirtschaft. Hier insbesondere der Reisanbau. Sport spielt für die Thailänder eine wichtige Rolle. Besonders beliebt sind asiatische Sportarten wie Thai-Boxen oder Sepak Takra. Das ist eine Ballsportart, bei der ein leichter Rattanball mit den Füßen über das Netz gekickt wird.
Die Bildung nimmt in Thailand einen immer größeren Stellenwert ein. Mehr als 90% der Bevölkerung können heute lesen und schreiben. In den Schulen gilt Schuluniformpflicht. Außerdem müssen die Jungen und Mädchen einer Klasse jeweils eine einheitliche Frisur tragen. Das sind zum Beispiel bei den Mädchen kinnlange Bobfrisuren. Die Schulzeit beträgt in der Regel 12 Jahre, wovon 9 Jahre Pflicht sind. Die Kinder besuchen ab dem 6. Lebensjahr für 6 Jahre die Grundschule. Darauf folgt die untere Sekundarstufe für 3 Jahre. Danach können sie entweder den berufsbildenden Zweig der Sekundarstufe wählen oder den akademischen, den sie nach 3 Jahren mit einer Art Abitur abschließen. Das ermöglicht ihnen dann ein Studium an der Universität. Aber davon sind diese Kleinen noch weit entfernt.